Wir haben euch wieder eine spannende Aufgabe gestellt und ihr habt wieder fleißig drauf rumgerätselt. Und hier kommt die Auflösung. Wir haben die 3 auf der linken Seite und auf der rechten soll dann 0 bis 10 alles Mögliche einmal vorkommen. Wie kommt man da nun zurecht? Schauen wir uns das mal an. Also, wie kriegen wir das hin, eine 0 zu schaffen? Also, wir wissen ja, dass 3 Fakultät eine 6 ist. Und von der 6 müssen wir zweimal eine 3 abziehen. Von daher, um die 0 hinzukriegen, haben wir 3 Fakultät minus 3 minus 3. Zusammen sind wir damit bei 0. Also, 0 war einfach machbar. Gucken wir uns mal an, wie kriegen wir die 1 hin? Naja, 3 mal 3, das ist erstmal eine 9. Wenn wir von der 9 die Wurzel ziehen, sind wir bei der 3. Wenn wir das durch 3 teilen, sind wir bei der 1. Auch kein Riesenproblem, da kommt man mit ein bisschen Überlegen durchaus hin. So, schauen wir mal weiter. Die 2, wie kriegen wir das hin? Wir wissen ja, wenn wir 6 durch 3 teilen, kommen wir auf 2. Glücklicherweise ist die 6 genau das Doppelte von der 3. Also sagen wir 3 plus 3. Dann sind wir bei der 6 und hier sehen wir wieder, wie wichtig eine Klammer ist. Wir müssen die 3 plus 3 natürlich in Klammern setzen. Dann haben wir unsere 6 und das teilen wir durch 3. Wenn ich jetzt die Klammer wegließe, hätte ich 3 plus 3 durch 3. Dann wäre das 3 plus 1 und somit eine 4. Und hier sehen wir, genau das ist der absolut wichtige Unterschied. Die Klammern bringen was. 3 plus 3, wir haben unsere 6, geteilt durch 3 ist dann die 2. Wie kommen wir auf die 3? Na, das ist wieder das einfachste Beispiel. 3 plus 3 minus 3 und schon sind wir bei der 3. 3 plus 3 Drittel, das kennen wir schon aus dem anderen Video. Ne? 3 plus 3 Drittel, da sind wir bei der 4. 3 minus 3 Drittel wäre die 2. So kommen wir von jeder Zahl auf die nächsthöhere und auch die nächstniedrige. Also 3 plus 3 Drittel haben wir unsere 4. So, und wir wissen, dass 3 Fakultät eine 6 ist. Und somit kommen wir auch auf die 5. 3 Fakultät, das wäre die 6, minus 3 Drittel. Und schon sind wir bei unserer 5. Also bis dahin, alles irgendwie machbar. Ich denke und hoffe, ihr seid da alle einigermaßen mit drauf gekommen. Schauen wir mal weiter. Wie kommen wir auf die 6? Naja, da 3 Fakultät ja ohnehin schon 6 ist, können wir von dieser 6, also der 3 Fakultät, plus 3 und minus 3 rechnen. Oder andersrum, minus 3 plus 3. Alles möglich. Da sind wir schon bei unserer 6. Naja, und jetzt wissen wir wieder, wenn die 3 Fakultät schon die 6 ist, kommen wir dadurch ganz leicht auf die nächste Zahl. 3 Fakultät, also 6 plus 3 Drittel. Ne? 3 Fakultät plus 3 durch 3. Und damit sind wir dann bei der 7. Die 8. 3 Fakultät ja, plus 3 Fakultät durch 3. Genau. 3 Fakultät sind wir bei der 6 plus 3 Fakultät durch 3. 3 Fakultät ist ja auch wiederum 6 durch 3 ist eine 2. Und 3 Fakultät, also 6 plus 2 ist die 8, genau wie wir es haben wollen. Die 9 wieder super einfach. 3 plus 3 plus 3 und wir sind bei 9. Die 10. So, daran beißt man sich wirklich die 10 aus. Vielleicht habt ihr auch tatsächlich die komplette Liste geschafft, aber bei der 10 habt ihr gesagt, ich weiß nicht, wie man das macht. Unglaublich. Schauen wir mal, wie kriegen wir das mit der 10 hin? Bei der 10 hat man noch einen kleinen Extra-Bonus, einen kleinen Schwierigkeitsbonus mit dazu gebracht. Ihr solltet das Ganze nur mit Plus, dann mit dem Ausrufezeichen, also was eine Fakultät ist, ne? Oder auch die Subfakultät und halt eben dann noch die Klammern mit dazu. Also, schauen wir nochmal ganz kurz. Fakultät, was war das doch gleich? Wir haben die jetzt gerade sehr selbstverständlich gerechnet. Aber wir gucken nochmal. N-Fakultät bedeutet ja 1 mal 2 mal 3 bis zur N. Und damit errechnet man die Anzahl der Permutationen, der unterschiedlichen Anordnungen dieser verschiedenen Zahlen. Das wird damit errechnet. Nehmen wir das mit dem Beispiel mit der 4. 4 Fakultät wäre 1 mal 2 mal 3 mal 4. Gut, aus dieser Reihe kann man die 1 eigentlich rauslassen, weil 1 mal irgendwas, ne? Das ist nicht wichtig. Aber grundsätzlich sagt man von der 1 bis zu n selbst alles aufmultiplizieren. 1 mal 2 mal 3 mal 4 wäre jetzt in diesem Fall eine 24. Ne? 1 mal 2 mal 3 sind eine 6 mal 4, 24. Also 4 Fakultät gleich 24. Man kann das aber auch andersrum schreiben, das Fakultätszeichen und dann die 4. Was ist das? Also, dann spricht man von der sogenannten Subfakultät. Und die müssten wir uns jetzt erstmal nochmal anschauen. Erstaunlicherweise wird das mega selten erwähnt und es gibt sowieso aus dem Fakultätsbereich noch Doppelfakultät und was weiß ich, da gibt es wirklich viel. Aber Subfakultät, was genau ist damit eigentlich gemeint? Schauen wir uns mal an. Was bedeutet denn die Subfakultät von 4? Wir schauen uns einfach mal alle Permutationen von der 4 an.
Ne? Also wirklich alle möglichen Anordnungen, die es mit diesen vier Zahlen gibt, mit 1, 2, 3 und 4. Dazu habe ich mal vier Kästchen gemacht. Einmal ist ganz vorne die 1, einmal ist ganz vorne die 2, dann im dritten Kästchen ist ganz vorne die 3 und im vierten ist ganz vorne die 4. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2 und so weiter und so fort. Ne? Das ist das erste Kästchen. Im zweiten, also das sind einfach nur grundsätzlich, kannst du dir merken, alle möglichen Anordnungen, die wir bei der 4 haben. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zeilen und das Ganze viermal 24. Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass grundsätzlich 4 Fakultät die 24 ist. Und hier sehen wir alle 24 verschiedenen Anordnungen. Keine Anordnung gleicht der anderen. Das ist mit der 4 Fakultät gemeint. So, jetzt heißt es für die Subfakultät, da gibt es folgende Regel. An Stelle 1 darf keine 1 stehen. An der Stelle 2 darf keine 2 stehen. An Stelle 3 darf keine 3 stehen. Und logischerweise dürfte an der 4 keine 4 stehen. So ist das gemeint. Ja? Das heißt, im allerersten Kästchen, da sehen wir schon mal, überall ist da an der ersten Stelle die 1. Aber grundsätzlich, die allererste Zeile oben links, an der 1 steht die 1, an der 2 die 2, an der 3 die 3, an der 4 die 4. Das heißt, die erste Zeile, die fliegt komplett raus. Zweite Zeile, da haben wir an der ersten Stelle die 1, an der zweiten eine 2. Die dritte und vierte, da passt das. An der 3 ist keine 3 und an der 4 ist keine 4, das passt. In der dritten Zeile dann eine 1, ja, an der ersten Stelle und die 4 an der vierten Stelle, das sind genauso die Schwachpunkte in dem Fall. Ja. Das heißt, das erste Kästchen, dadurch, dass durchgehend die 1 an der ersten Stelle steht, fliegt hier schon mal komplett raus. Wenn wir das Ganze aber mal überall durchgehen, auch im zweiten Kasten, wir zählen durch, an der ersten steht keine 1, an der zweiten keine 2, aber an der dritten eine 3 und an der vierten eine 4 in der ersten Zeile. Das sind die 2, die das Ganze in dem Fall zunichte machen. Aber wenn wir uns da die zweite Zeile davon anschauen, 2, 1, 4, 3, da stellen wir fest, an der ersten Stelle steht keine 1, an der zweiten Stelle steht keine 2, an der dritten steht keine 3, sondern die 4 und an der vierten steht keine 4, sondern die 3 und somit ist das durchaus eine Zeile, die zur Subfakultät mitgezählt wird. Ja? Und wenn wir das jetzt mal für alle 24 Kombinationen machen und immer gucken, ob an Stelle 1 die 1 steht, an Stelle 2 die 2, an der 3 die 3 und an der 4 die 4 und wenn eins davon der Fall ist, wird das Ding gestrichen. Wenn wir dann gucken, was dann noch überbleibt, sehen wir, zack, diese 9 Dinger hier. Also 2, 1, 4, 3, die haben wir uns gerade angeschaut. Als nächstes 2, 3, 4, 1, ja, also in dem zweiten Kästchen von links, im grünen Kästchen. Ne? Da haben wir die zweite Zeile, 2, 3, 4, 1. An der ersten Stelle steht keine 1, sondern die 2. An der zweiten keine 2, sondern die 3. An der dritten keine 3, sondern die 4. An der vierten keine 4, sondern die 1. Und so weiter. Das siehst du jetzt bei all denen, die noch überbleiben. Und das sind die vier, bei denen genau diese Regel zutrifft. Das heißt, insgesamt ist die Subfakultät von 4, weil es 9 Stück sind, die da übrig bleiben, die 9. Ja, die Subfakultät von 4 ist 9. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Und bei uns geht es ja jetzt eigentlich um die Zahl 3. Mit der sollen wir rechnen. 3 Fakultät, wissen wir, ist 6. Wir gucken mal, was wäre denn die Subfakultät von 3? Da müssen wir uns das auch mal anschauen. Naja, hier sind erstmal alle Kombinationen. Ne? 3 Fakultät sind 6, das heißt, es gibt 6 Anordnungsmöglichkeiten und alle 6 sehen wir hier. Im ersten Kästchen ist die 1 vorne, im zweiten ist die 2 vorne, im dritten ist die 3 vorne. Diese Struktur habe ich mal mit reingebracht. Und jetzt machen wir das gleiche Spiel wie eben und wir sehen, dass noch 2 Kombinationen übrig bleiben. Das ist dann nämlich die 2, 3, 1 und die 3, 1, 2. An diesen beiden ist es so, ne, wie immer, dass, oder was jetzt unsere Regel ist, an der ersten Stelle ist keine 1, an der zweiten keine 2, an der dritten keine 3. Das ist nur bei den beiden gegeben. Somit ist die Subfakultät von 3 die 2. Ja, das müssen wir uns merken. Wenn wir hier also die Zahl 2 brauchen, dann nehmen wir die Subfakultät von 3. Also, und dann kriegen wir es locker hin. Dann haben wir sogar 2 Möglichkeiten. Vielleicht findet ihr noch mehr. Also, 3 Fakultät, da sind wir schon mal bei der 6. Und von der 6 müssen wir jetzt noch eine 4 addieren. Und 4, das ist 2 mal die 2. Und das kriegen wir jetzt mit der Subfakultät hin. Also Fakultät von 3 plus die Subfakultät von 3 plus die Subfakultät von 3. Dann haben wir also stehen 6 plus 2 plus 2 und das ist natürlich 10. Zweite Möglichkeit, bisschen schwieriger, wir dürfen ja auch Klammern nutzen. Also die Subfakultät von 3, das ist eine 2, wie wir gerade festgestellt haben. Und 2 mal 5 wäre doch perfekt. Na, die 5. Wenn wir noch 2 Zahlen übrig haben, die 3 plus die 2 wäre die 5. Das heißt, wir setzen jetzt noch eine Klammer und sagen beim ersten 3, die lassen wir ganz normal als 3 stehen, plus
Na, und diese 3, da packen wir auch das Subfakultätszeichen davor. Die Subfakultät von 3 ist eine 2. 3 plus 2 ist unsere 5, wie wir sie haben wollen. Und dann haben wir 2 mal, eben mit der anderen Klammer multipliziert, 2 mal 5. Und das ist ebenfalls unsere 10. So, das packen wir jetzt auch nochmal in unsere komplette Liste. Jetzt haben wir es auch wiederum alles komplett. Und ja, das war wieder mega spannend, oder? Und natürlich machen wir gerne weiter mit interessanten Mathe-Rätseln. Schickt uns auch gerne, wenn ihr was Schönes, Interessantes habt, euren Vorschlag an uns. Gerne an info@mathehilfe24.de oder schreibt uns die Aufgabe auch gerne unten in die Kommentare mit rein. Wir freuen uns auch auf eure Mitarbeit. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du einen Daumen oben da lässt und unseren Kanal abonnierst. Damit hilfst du uns natürlich sehr. Wir sind regelmäßig dabei, neue Inhalte zu produzieren und das geht natürlich nur eben mit eurer Unterstützung. Wir brauchen euch, die ihr das Ganze guckt und natürlich auch liked, teilt und abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung.